with or something. Time to tip on out of here. Habe ich jetzt mein Auto in die Luft gejagt? Ich habe mein Auto in die Luft gejagt. Das macht mich sauer, da muss ich noch mehr Autos in die Luft jagen. So. Kommst du oder kommst du nicht? Ich wollte nur mal einen Heli in die Luft jagen. Yeah. Bis, wir haben Pierce vergessen. Wen kümmert Pierce, bitteschön? Das Pierce kümmert Pierce. Siehst du, der redet sogar noch mit uns. Der weiß ja gar nicht, dass er nicht da ist. Gleich ist die Mission vorbei, weil wir den Begleiter zurücklassen. Sicher? Guck mal, der kommt auch schnell genug nach. Wahrscheinlich, weil es eine Mission ist. Naja, scheiß auf die. Jetzt backen sich schon wieder Autos hier so vorwärts. Ja, guck mal, jetzt springt der Auto aus dem Auto. Was ist das denn für einer? Ja, zumindest manche Begleiter hinter hier, der Fettsack da. Ah, wie heißt der gleich? Der teleportiert sich auf jeden Fall hinter einem her. Komm schon. Schieß wenigstens, mach deinen Job. Tu ich doch. Ja, ist nichts Größeres. Problem ist, auf einmal sind die Autos immer vor mir. Das Problem habe ich gerade auch. Nee. Schade. Oh, fuck. Wir brennen. Das war eine geile Aktion. Oh shit. Ich glaube, ich muss dich mal kurz sterben lassen. Wiederbeleben. Zu blöd, um ins Auto einzusteigen. Denn sonst werde ich hier nämlich erschossen. Willst du mich einfach wiederbeleben, wenn du stirbst? Oder ist dann die Mission gescheitert? Naja, Pierce stirbt. Ach, Pierce stirbt. Oh. Ist nicht gut. Erneut von Checkpoint beginnen, ne? Ja. Wobei, ich glaube, der Checkpoint ist jetzt, wie wir aus dem Laden rauskommen. Das müssen wir lösen, mit mehr sinnloser Gewalt. Kurz, wir brauchen einen Panzer. Ein viel. Nein! Auch wenn ich die Aktion cool fand, das Ding volle Kanne in die Dinger reinzurasen. Wer konnte denn wissen, dass der Neger zu doof ist zum Aussteigen? Nee. Jupp, hier ist bequem. Jetzt fahr. That big fucker wasn't normal. Yo, you think? I've seen some scary motherfuckers. Ja, ramp mich nicht weg, ihr dummen Dreck. Jetzt schieß doch. Der ist ein Granatenwerfer. Some wasn't right. At least he's dead. Es ist ein bisschen blöd zu zielen, weil die Dinger nur, wenn sie direkt explodieren, wenn sie auf Kontakt gehen. Deshalb das letzte Upgrade für einen Granatenwerfer ist auch ziemlich scheiße. Weil es dafür sorgt, dass die Dinger kleben bleiben und nicht direkt explodieren. Komm, wie soll ich bitte hier... Leck mich doch. Leck mich einfach. Schrotflint, damit muss man nicht mal zielen. Oh, wir müssen da in unseren Stuff zurück. Nur den? Ja, wir müssen da rein, um unsere Punkte loszuwerden. Ach so, Bekanntheit. Ja. Dann ist die Mission geschafft. Blablub, bladiblub. Genau. Und wann kommt die Action, mein Freund? Yeah. Wann kommt die sinnlose Gewalt, nach der wir uns alle so unterbewusst und bewusst sehnen? Wenn man das wüsste, aber Duke Nukem hat gesund. Wir müssen uns noch einen Gummidildo holen. Wo bekommt man den nochmal? Ach so, ja. Auf Wunsch eines Zuschauers sollen wir jemanden mit einem Dildo verprügeln. Nein, eine Prostituierte. Eine Prostituierte. Aber ich glaube, ich würde es reichen, wenn wir eine Frau nehmen. Aber das ist doch nicht. Das ist doch noch nicht demütigend genug für die. Das ist noch nicht frauenfeindlich genug. Boah, recht hat. Erstmal möchte ich den Waffenladen, ich möchte ein paar Sachen verbessern. Warum? Warte mal, zeig mir deine Schrotflinte. Das ist die Blinkschrotflinte. Oh yeah. Die sieht voll gut aus. Ja, das ist mal wieder... Download-Content, oder? Ja, ist mal wieder DLC-Content. Ich bin eigentlich auch nicht der Fan von solchen Sachen, aber... Steam-Angebot, bla. Hast du einen Partner benutzt? Wofür hast du einen Bus?
Ach, scheiß drauf, ich nehme mein eigenes Auto. Aber sonst... bitte einsteigen. Ich nehme mein eigenes Auto, sonst leckt das hier zu viel. So. So, ups. Ups. Ich gehe mal eben ins Friendly Fire. Friendly Fire möchtest du? Du möchtest Sachen erschießen. Ich möchte mir Sachen kaufen. Wie kann man das eigentlich machen, dass er zwei Waffen hält? Zwei Pistolen, ich weiß es nicht. Das ist ein Upgrade. Das ist eine... Ach ja, stimmt. Das ist ein Upgrade bei den Gang-Upgrades. Das kann ich auch mal ganz kurz zeigen gleich, wenn du ein Friendly Fire... Ja, ja, jetzt weiß ich, ich weiß wieder. Ja. Denn, du hattest ja erwähnt, dass man... Ah, Nitro bei geringer Geschwindigkeit, dass das so lange noch anbleibt. Ist ja erwähnt, so, dass man... gerade Friendly Fire gekauft. Dass man... Gut, ich hab ja noch genug. Hier, das Room? Nein. So, hier kannst du den Gummidildo kaufen. Gummidildo kaufen? Moment, ich... gerade nochmal, wie viel kostet das Ding? 500 knapp. Beidhändig Pistolen. Kaufe ich mir das einfach mal? Nein, kostet 8500. Das sind die Upgrades, die man nach und nach mit der erhöhten Bekanntheit freischaltet. So. Dann holen wir uns den Gummidildo. So. Ich hätte lieber die Waffe da, aber nee. Oder die Kettensäge. Oh, ich glaube, ich hole mir jetzt noch ein bisschen Muni für ein paar Sachen. Was haben wir denn hier? Der Penetrator. Kaufen. So. Ja gut, ich kann nichts mehr upgraden, dann hole ich mir noch Muni. Ich nehme die Bullenknarre und grade die ab. So. Ich mag die silberne lieber. Oh, ich finde die hier besser. Noch eher der Mann für genaue Headshots. So. Ich guck mal, wo hier. Wo war das Nutten? Wo sind wir angefangen? Da war doch auch ein Nuttenviertel. Das war hier oben, ne? Im Norden. Auf der Suche nach Nutten. Wen hast du umgebracht? Einen unschuldigen Passanten? Komm, lass uns einen Polizisten zwoffeln. Oh ja. Komm schon. Aua, Sniper, Drecksniper. Nimm das tot durch Dildo. Was mich was ein bisschen ankommt an dem Spiel. Man will einfach nur seine Bekanntheit loswerden und geht in seinen Laden. Aber der Mitspieler muss da mit rein. Ich bin noch am Polizisten vermöbeln. Okay, jetzt nicht mehr. Hast du den Laden schon gekauft oder wie? Ja. Ja, ich habe noch kein Geld für sowas. So, warte mal, jetzt gehe ich wieder rein. So, ja, weg. Das geht doch. Das Problem ist, hier ist die Alarmanlage noch an. Das ist nicht schlimm. Nicht schlimm? Wo ist mein Auto? Nö. Hier ist Aua. Nee, ist doch nicht mein Auto. Das ist ein cooles Auto. So. Na dann, ich denke mal, dass wir mit der Prostituierten machen, weil wenn wir gerade eine Prostituierte sehen. Mein Mantel ist so badass, der hängt aus dem Auto raus. Der geht durch die Karosserie durch. Okay, wo sind wir hin? Da wo Nutten sind? Norden? Ich glaube, wir machen einfach einen neuen Auftrag, wenn wir gerade zu viele Nutte sehen. Einfach probieren wir mal erstmal, wir müssen doch den Kundenwunsch erfüllen. Yeah. Sekunde, Partyzeit? Ist das nicht schon die trojanischen Huren? Oder heißt die Mission Trojanische Huren? Nee, Trojanische Hure ist eine Extra-Mission. Das sag ich ja. Aber mal wieder so einen anderen Wagen, weil den haben sie mir kaputt geschossen, die kleinen Huren. Spiel doch hier rein. Die Reifen sind da im Arsch. Bin sofort da. Ich muss ein paar Sachen erstmal ändern. Nee. Ich bin dafür, wir starten einfach die nächste Mission. Punkt. Aus. Wenn wir dann zufällig mal... So. Noch jemand? Noch jemand hier? Na? Und... Ach, ich liebe dieses Gewehr. Ja, lauft nur! Das wird euch auch nicht helfen. Ah. Ups. Mit dem Bullen war nicht so gewollt. Okay, wo soll man hin? Ich hab mal einen neuen Wagen, ne? Ups. So. Ja, wie gesagt, ich werde dafür bestanden, einfach die nächste Mission. Okay. Wenn wir eine Nutte finden, dann finden wir eine Nutte.
So. Startest du sogar schon für mich. Ein Vollgas. Ich glaube. Ja, das ist die Mission, wo wir. Jetzt müssen wir das Quartier der Morgensterns. Morgensterns. Morgenstern. Ein bisschen penetrieren. Ich wundert eigentlich nur, dass der Vorsitzende nicht Louis Cipher heißt oder so, wenn das in der Firma schon Morgenstern heißt. Aber im Englischen heißt sie Morningstar. Also das wurde schon übersetzt. And their real estate agent will be there? Real funny. I was gonna say we crashed the party, kill the Morningstar, and keep the place for the safe. So, mit meinem Knie hab noch ein bisschen den Bus hier penetrieren. Auch noch den. Ja, wir haben ja schon in den vorigen Missionen gesehen, dass wir eine fette Bombe geklaut haben. Und diese fette Bombe soll jetzt endlich ihren Zweck finden. Diese Gangkarren sind auch echt scheiße. Ja, wenn du nichts an denen machst, sind sie kacke. Ja, vor allem hat das aber Ding ja nicht mal einfach nur geil aus. Was sind das für Gangs? Okay, das Ding hat halbwegs Gewicht, das kann Sachen umrammen einfach so. Du fährst mir hier gerade davon. Machst ohne mich epische Explosionen. Oh ja. Ah, war nur ein scheiß Motorradfahrer. Nee, das ist nicht dein Arsch, der brennt. Das ist das Motorrad, was da brennt. Dass da ein kleines Stückchen durch die Gegend. Da gibt's doch gar nichts mehr zu brennen, Herrgott. Naja, also ich habe auch schon Nitro bei mir drin. Ja, ich aber nicht, weil das hier die Gangkarre ist. Wir haben es gerade kurz gekauft. Gerade eben, mal auf die Schnelle, wo man gerade da ist. Du hast sogar noch Kohlevorsprung für mich, weil du alleine weitergespielt hast. Ey, das ist ja einfach zu wenig Gewalt. Das ist hier gerade einfach. Wir fahren ja einfach nur blöde durch die Gegend. Das kann doch nicht angehen. Naja, also eigentlich schon, man sieht doch. Wir müssen ja nicht immer alles kaputt machen und zerstören. Nicht immer alles zerstören und vernichten. Hörst du dir eigentlich selbst beim Reden zu? Ja, manchmal. Manchmal. Donnerstags cool. Wahrscheinlich. Meistens finde ich mich cool. Donnerstags nicht vor vier.